Hallo und willkommen zu einem weiteren Video im Familienrecht. Mein Name ist Wolfgang Behlau, ich bin Fachanwalt für Familienrecht in Heidelberg und heute geht es um das Thema Kindesunterhalt bei Trennung und Scheidung. Wenn sich Eheleute trennen und Kinder vorhanden sind, geht es im Rahmen der Trennungsregelungen immer auch um das Thema Kindesunterhalt. Genau genommen geht es meistens um die Frage, wer muss an wen wie viel bezahlen. Und beim Kindesunterhalt ist zu unterscheiden zwischen Kindesunterhalt für minderjährige Kinder und dem Unterhalt für bereits volljährige Kinder, die aber noch in der Ausbildung sind. Der Unterhalt für minderjährige Kinder wird anders berechnet als der Unterhalt für volljährige Kinder. Starten wir deshalb mit dem Kindesunterhalt für minderjährige Kinder erstmal. Wichtig ist zuerst einmal die Überlegung, Kinder haben einen Anspruch auf Unterhalt gegen beide Eltern. Nach der Trennung erbringt der eine Elternteil, bei dem sich das Kind überwiegend aufhält, die Unterhaltsleistung durch die tatsächliche Umsorgung des Kindes und der andere Elternteil ist barunterhaltspflichtig, muss also Geld als Unterhaltszahlung leisten. Zur Erklärung der Frage, wer letztendlich Unterhalt zahlen muss, also barunterhaltspflichtig ist, kommt es deshalb entscheidend darauf an, bei welchem Elternteil das Kind überwiegend lebt. Der Bundesgerichtshof fordert bei Streitigkeiten darüber eine ganz genaue zeitliche Jahresübersicht. Derjenige, bei dem sich das Kind dann weniger Zeit aufhält, der ist barunterhaltspflichtig und muss als Unterhalt dann Geld zahlen. An dieser Unterhaltspflicht ändert sich auch nichts dadurch, dass das Kind in den Sommerferien eventuell 2, 3 oder sogar 4 Wochen beim Zahlungspflichtigen lebt und das Kind sich auch sonst fast jedes Wochenende beim zahlungspflichtigen Elternteil aufhält. Diese Zahlungsverpflichtung an das Kind bzw. an den anderen Elternteil bleibt trotzdem bestehen. Auch wenn viele das nicht als gerecht empfinden, es ist gefestigte Rechtsprechung und lohnt keine Klage. Zusammenfassend bedeutet das also, derjenige Elternteil, bei dem das Kind zeitlich überwiegend lebt, der erbringt den Unterhalt durch die Betreuungsleistung, also durch Umsorgung, und der andere Elternteil, der muss Barunterhalt leisten, also Geld zahlen. Die Höhe des Unterhalts für minderjährige Kinder, die noch kein eigenes Einkommen haben und noch zur Schule gehen oder nicht zur Schule gehen, die bestimmt sich insbesondere nach den Einkommensverhältnissen des zur Zahlung verpflichteten Elternteils. Die Unterhaltshöhe richtet sich also nach dem Einkommen des Elternteils, bei dem das Kind nicht überwiegend wohnt. Nehmen wir als Beispiel einmal die klassische, auch heutzutage noch übliche Aufteilung, die Eltern trennen sich. Der Mann zieht aus und mietet sich eine kleine Mietwohnung. Die Kinder leben bei der Mutter, weil der Vater den ganzen Tag berufstätig ist und sich deshalb auch nicht um die Kinder kümmern kann. Und die Höhe des Unterhalts richtet sich nun nach dem Einkommen des Mannes. Der Kindesunterhalt muss nämlich individuell berechnet werden, und zwar auf der Grundlage des tatsächlich zur Verfügung stehenden Einkommens. Es kommt für die Unterhaltsberechnung immer darauf an, wie viel der Zahlungspflichtige denn letztendlich unter Berücksichtigung von eventuellen sonstigen Zahlungsverpflichtungen im Portemonnaie hat. Die Aufgabe des Rechtsanwalts ist es deshalb, zuerst einmal für die Unterhaltsberechnung das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen des Zahlungspflichtigen zu ermitteln. Bei nicht selbstständiger Tätigkeit kann dies aus den letzten 12 Gehaltsabrechnungen errechnet werden. Beim Selbstständigen ist die Ermittlung schwieriger. Beim Selbstständigen werden die Einkommensverhältnisse nämlich der letzten 3 Jahre zugrunde gelegt. Zusätzlich ist vielleicht noch ein Wohnvorteil zu berücksichtigen, wenn der Zahlungspflichtige mietfrei in einem Eigenheim, zum Beispiel einer Eigentumswohnung, wohnt. Von dem so festgestellten Einkommen des zahlungspflichtigen Elternteils dürfen Schuldentilgung und ähnliche Belastungen zum Teil abgezogen werden. Auch berufsbedingte Aufwendungen können berücksichtigt werden. Steht dann das sogenannte bereinigte Nettoeinkommen fest und wurde auch sonstiges Einkommen, zum Beispiel Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder Steuerrückerstattungen zum Beispiel, berücksichtigt, dann kann der unterhaltsrechtliche Bedarf für ein minderjähriges Kind in der sogenannten Düsseldorfer Tabelle abgelesen werden. Wenn Sie das Video zu Ende geschaut haben, dann googeln Sie doch einfach mal nach Düsseldorfer Tabelle und achten Sie darauf, dass dann von Ihnen auch die aktuelle Tabelle geöffnet wird. Die Düsseldorfer Tabelle ändert sich nämlich alle paar Jahre. Das hier ist die aktuelle Düsseldorfer Tabelle. Sie erkennen das jetzt hier vielleicht nicht so ganz genau, aber den Link zur Düsseldorfer Tabelle finden Sie dann hier unter dem Video. In der Spalte ganz links finden Sie in der Düsseldorfer Tabelle die Einkommensstufen,
also die Abstufungen entsprechend der Höhe des bereinigten Nettoeinkommens. Rechts davon finden Sie die Zahlbeträge, jeweils unterschiedlich entsprechend dem Alter des Kindes. Der zu zahlende Kindesunterhalt kann dann ganz einfach in dieser Tabelle abgelesen werden, vorausgesetzt, dass das durchschnittliche bereinigte Monatsnettoeinkommen vorher richtig berechnet wurde. Zum Schluss muss noch das Kindergeld verrechnet werden. Das Kindergeld bekommt nach der Trennung derjenige Ehegatte, bei dem die Kinder überwiegend leben. Dem anderen Elternteil, also dem, der Unterhalt zahlen muss, steht aber die Hälfte des Kindergeldes zu. Damit nun nicht Geld hin und her überwiesen werden muss, kann das einfach verrechnet werden. Deshalb wird das hälftige Kindergeld einfach vom Tabellenbetrag der Düsseldorfer Tabelle abgezogen und es bleibt der sogenannte Zahlbetrag übrig, also das, was tatsächlich überwiesen werden muss, der zu zahlende Kindesunterhalt. Wenn Sie die Düsseldorfer Tabelle googeln und dann dieses PDF öffnen, finden Sie am Ende auch eine Tabelle, die diese Berechnung bereits beinhaltet, die Tabelle mit den sogenannten Zahlbeträgen. Der Zahlbetrag ist also der Unterhaltsbetrag aus der Düsseldorfer Tabelle abzüglich Kindergeld. Eigenes Einkommen des Kindes, das sich in einer Berufsausbildung schon befindet, das wird zum Teil angerechnet, entsprechend den süddeutschen Leitlinien oder den für das jeweilige Oberlandesgericht geltenden Bestimmungen. Zusätzlich zum Kindesunterhalt kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Sonderbedarf und Mehrbedarf gefordert werden. Das ist aber dann mal ein ganz eigenes Thema. Ein wenig anders ist übrigens die Berechnung von Kindesunterhalt bei volljährigen Kindern. Bei volljährigen Kindern errechnet sich nämlich der Unterhaltsanspruch aus dem Einkommen von beiden Elternteilen. In dem Beispielfall von vorhin, bei dem das Kind überwiegend bei der Mutter lebt und diese dann dadurch Unterhalt leistet, dass sie das Kind umsorgt, fällt diese Möglichkeit der Unterhaltserbringung natürlich weg bei einem volljährigen Kind. Ein volljähriges Kind bedarf, zumindest rechtlich gesehen, keiner Umsorgung mehr und deshalb sind dann beide Elternteile zum Barunterhalt verpflichtet. Und die genaue Höhe des Unterhaltsanspruchs für volljährige Kinder hängt dann letztlich wirklich von vielen Faktoren ab, zum Beispiel, ob es sich um einen Schüler, einen Auszubildenden oder einen Studenten handelt, ob er eine eigene Wohnung hat, ob er bei einem Elternteil lebt, ob er unterhaltsbedürftige Geschwister hat und wie hoch natürlich das Einkommen der Eltern ist. Die Höhe des Unterhaltsanspruchs für ein volljähriges Kind kann sich aus dem zusammengerechneten Nettoeinkommen der Eltern errechnen oder aber auch bei eigenem Hausstand des Kindes nach einem vorgegebenen Pauschalbetrag, der sich aus den Leitlinien zum Unterhalt des jeweils zuständigen Oberlandesgerichts ergibt. Googeln Sie da einfach mal beispielsweise nach den sogenannten süddeutschen Leitlinien. Dort ist von den Oberlandesgerichten in Süddeutschland dargestellt, wie sich der Unterhalt für volljährige Kinder errechnet. Einen Link zu den süddeutschen Leitlinien finden Sie auch hier unter der Videobeschreibung. Sie finden übrigens viele weitere Informationen zum Thema Unterhalt und auch allgemein zu Trennung und Scheidung auf meiner Webseite. Den Link gibt es ebenfalls in der Videobeschreibung. So viel für heute zum Thema Kindesunterhalt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Viele Grüße aus Heidelberg. Abonnieren Sie den Videokanal, damit Sie das nächste Video nicht verpassen und ja, bis zum nächsten Video.